Hintergründen nach der Schützenkompanie in Boden, was sich hier verändert hat, dann kann man diese Veränderungen wahrscheinlich auch nachverfolgen an der Art, wie diese Gedenkjahre gefeiert werden und auch die Art, wie also diskutiert wird über diese Festumzüge. Im Jahre 1959 stand im Vordergrund zweifellos die auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht überwundene Teilung Tirols. Es stand auch im Mittelpunkt die Unterdrückung der Südtiroler durch faschistische Elemente und alles das, was wir von der Geschichte wissen. Und die Südtiroler Schützen, die damals durch Innsbruck gezogen sind, die waren natürlich auch eine machtvolle, eine starke Ansage und wohl auch eine Motivation für manche Dinge, die dann geschehen sind. Und wenn man also die Südtiroler Zeitung, die Dolomiten, nachliest, dann ist am Tag nach dem Umzug am 13. September, ist also gestanden, Landesfestumzug, Doppelpunkt, ein Tirol. Das war die Überschrift in den Dolomiten. Und da wissen wir ganz genau, dass das ein Ziel war, das damals unverrückbar festgestanden ist. Und wenn man auch die Festreden nachliest. Und damals ist die Dornenkrone mitgetragen worden. Und wenn man wieder liest in den deutschen Medien, hat niemand etwas an dieser Dornenkrone gefunden. Damals wurden auch in den Dolomiten die Dornenkrone durchaus als positives Zeichen der Situation in Südtirol gekennzeichnet. Und 25 Jahre später, im Jahre 1984, wieder ein Gedenkjahr, da hat sich die Situation in Südtirol halt doch schon wesentlich geändert und wesentlich verbessert. Und viele Dinge waren nicht mehr möglich, die vor 25 Jahren noch gefürchtet worden sind. Vor 25 Jahren vorher hat der Kanonikus Gamba jemanden im Todesmarsch in Südtiroler gepredigt. Und 84 zum Glück war von diesem Todesmarsch ja keine Rede mehr. Aber die Rede war doch von der Einheit Südtirols. Von der Einheit auch Gesamttirols. Und ich habe herausgeschrieben eine Rede, das Ende einer Rede, die damals Landeshauptmann Maniago gehalten hat, eine sehr eindrucksvolle Rede, an die ich mich erinnern kann, sozusagen als Grundsatzpositionierung Südtirols. Und damit ich richtig zitiere, habe ich mir sie aufgeschrieben, weil muss ich mal aufpassen, wenn man falsch zitiert, wird man ja dann kritisiert haben. Und was hat Maniago damals am Schluss seiner Rede gesagt? Wir werden die Kleinmütigen, die resignieren von Entfremdung, und die Identitätsverlusten reden, durch die Kraft unseres Selbstbewusstseins überzeugen, dass Tirol eine unzerstörbare Einheit ist und bleibt. Diesen Geist müssen wir der Jugend weitergeben, denn die Jugend ist unsere Zukunft und die Zukunft heißt ein Tirol. Das war 1984, Silvius Maniago. Und jetzt schreiben wir das Jahr 2009. Und in diesem Jahr 2009 muss man natürlich sagen, geht es Südtirol, wie es wahrscheinlich noch nie in der Geschichte Südtirols gut gegangen ist. Wir haben ein friedliches Zusammenleben und niemand möchte dieses friedliche Zusammenleben und diese Möglichkeiten, die heute auch der Jugend für die Zukunft eröffnet werden, stören. Aber dass man deswegen auch nicht mehr von der Einheit Tirols reden darf, das sehe ich also nicht ein. Und es gibt auch manche, die direkt Halsweh bekommen, wenn sie von der Einheit Tirols hören und reden sollen. Die sollen also nach Truden gehen, da ist der heilige Blasius und der ist mir das Halsweh ganz gut. Liebe Freunde, wir wissen natürlich nicht, was in 25 Jahren sein wird. Aber die Fahne, die heute die Fahne in Patin mitgetragen hat und die Fahne, die heute gesegnet worden ist, die wird auch in 25 Jahren noch wehen. Wehen wird sie auch über diese Schützenkompanie. Und ich wünsche der Schützenkompanie, dass es wieder gute Jahre werden. Vielleicht nicht so schwierige Jahre, aber wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber die Fahne, das ist immer auch ein Symbolträger. Die ist zunächst ein Symbol für die Einheit, für die Zusammengehörigkeit. Für die Zusammengehörigkeit in der Schützenkompanie, für die Zusammengehörigkeit in der Gemeinde und für die Zusammengehörigkeit auch in der Heimat Südtirol, aber auch in der Heimat Gesamttirol. Mit dieser Zusammengehörigkeit gehört auch das Wort Treue dazu. Treu zu bleiben, treu den Prinzipien,
treu der Heimat und treu dem Glauben. Und manchmal scheint es, dass dieses Wort Treue unmodern geworden ist. Aber ich glaube, es ist auch ein wichtiges Wort. Und wenn sich die Schützenfahne neigt bei einer offiziellen Begrüßung, neigt zu Ehren Gottes bei einem Gottesdienst, oder wenn sich es neigt am Grabe eines Kameraden, zum Gedenken an den Kameraden, so schwingt immer mit das Wort der Treue. Und ich wünsche der Schützenkompanie in Boden, dass diese Treue auch ein Zeichen ihrer Fahne sein möge. Und als Symbol ist die Fahne natürlich auch ein Zeichen der Verantwortung. Ein Zeichen der Verantwortung für die Gemeinde, ein Zeichen der Verantwortung für die Kompanie, aber ein Zeichen der Verantwortung auch für die Heimat. Und man sollte diese Verantwortung nicht gering schätzen. Wir sind also nicht nur Kinder einer Heimat, einer wunderschönen Heimat, sondern die Heimat ist uns auch Kind. Wir müssen auch für diese Heimat Verantwortung tragen und um uns diese Heimat sorgen. Wer denn, wenn die Schützen nicht für die Heimat sorgen, wer sollte dann für die Heimat sorgen? Ich glaube, das sollte man sich schon ganz genau in unserem Lande überlegen. Und als Drittes ist die Fahne auch ein Zeichen immer von Freude und von Feiern. Und was gibt es für eine schöne Feier, als für die Feier einer Schützenkompanie? Und jetzt möchte ich an dieser Feier nicht länger hinderlich sein, dass wir sie auch oben im Fest genießen. Aber diese Feier hat immer auch einen ernsten Hintergrund. Und man sollte diesen ernsten Hintergrund auch in unserem Leben nicht vergessen. In diesem Sinne wünsche ich allen heute noch eine wunderschöne Feier, eine richtige Tiroler Schützenfeier, so wie es was Besseres nicht geben kann. In dem Sinne, wehe die Fahne der Truder der Schützen in die Zukunft als Zeichen der Freiheit und als Zeichen des Glaubens und als Zeichen der Verbundenheit mit der Heimat Südtirol und mit unserer gemeinsamen Heimat Tirol. Schützenheil.